Jawohl, dann lasst uns wieder loslegen. Heute schön mit einem Core-Workout. Mir geht es vor allem um Bauch, Seitenbauch und Rückenmuskulatur. Und ich würde sagen, bevor wir lange Zeit verlieren, wir brauchen so viel Platz, dass wir die Arme und Beine einmal strecken könnten. Ja? Habt ihr alles zwei Seiten geholt? Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, wir starten noch im hüftfreien Stand. Knie locker leicht gebeugt, Oberkörper aufrecht und wir kreisen erstmal die Schultern. Schöne weite Wege von vorne nach hinten raus. Lass mal die Schultern ein bisschen wärmer werden. Werden ein bisschen größer und die Ellbogen mal mehr mit. Sind hinten mal leicht, die Schulter wird auf Spannung. Nacken bleibt entspannt. Auch hier noch 4, 3, 2 und das Ganze mit langen Armen. Lang zur Decke, lang zu. Große Wege. Der Stand wird mal ein bisschen breiter. Auch hier noch 4, 3, 2 und immer den Oberkörper schön mit. Halt. Up and up. Komm, hoch. Und tief, gib mir noch 2 mehr. Sehr schön, ein letzter. Komm mal mit den Armen lang nach oben. Gestreckt. Breiter Stand. Knie locker leicht gebeugt. Schieb die Arme mal durch die Beine. Und lang nach oben zurück. Einatmen runter. Ausatmen lang nach oben. Bisschen schneller. Komm. Tief. And up. Gut. Bring den Rücken schön in Bewegung. Bau die Bauchspannung auf. Dreimal mehr. 2. Letztes Mal. Und die Arme locker neben den Körper. Stand bleibt mal. Die Füße mal so ein leichtes Band nach außen. Belasten Ferse. Belage das Gewicht mal ganz locker von rechts nach links. Oberkörper schön aufrecht. Von Ferse zu Ferse. Komm, raus. Ganz easy. Perfekt. Noch 4, 3, 2 und halte mal auf deine rechte Seite an. Stopp. Hier mal schön die leichte Dehnung im Innenschenkel gespürt. Nimm mal den Ellbogen am Oberschenkel. Schieb den Arm mal durch die Beine durch. Und langs weg raus. Unten. And up. Bisschen schneller. Komm. Up and down. Oben und tief. Super, auch hier noch 4 mal mehr. 3, 2, Gewichtsverlagerung, auf geht's. Links, rechts, links, rechts. Von Ferse zu Ferse. Schieb die Knie wieder leicht nach außen. 4 mal mehr. 3 mal noch. 2, halt auf der linken Seite an. Fest, Dehnung spürbar. Ellbogen tief. Schieb den Arm durch. Und lang nach oben, schau da hinterher. Tief. And up. Sehr schön, etwas schneller, let's go. Tief. And up. Gut. Bleib dabei, nur noch 4 mal mehr. 3, 2, letztes Mal Gewichtsverlagerung. Rüber. Gut, ich möchte ein bisschen mehr aus dem Oberkörper arbeiten. Dafür lass mal beide Beine gestreckt. Oberkörper geht mal tief. Schieb dich mal mit der linken Hand zum rechten Fuß. Zur Mitte zurück. Rechte Hand so tief wie möglich zum linken Fuß. Noch einmal, ein bisschen schneller. Rüber. Hoch. Rüber. Schau mal, die andere Hand geht so wie eine Windmühle nach oben. Und wechsel. Sehr schön. Rüber. Und rüber. Werden wir ein bisschen schneller. Bleib unten. Rüber. 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 Arm geht hoch. Komm. Auch hier noch. 4, 3, 2, 1. Halt in der Mitte an. Tief. Roll dich langsam auf. Ah. Wirbel für Wirbel, Beine ausgelockert. Ich brauche euch mal im Engstand. Füße knien mal nicht zusammen und wir gehen mal nur aus der Wirbelsäulenrotation. Locker raus und rück. Lockeres Aufwind. Super. Gut, wenn ich jetzt zur rechten Seite tief gehe, schieb mal den linken Arm mal zurück. Gehe ich zur linken Seite tief,
nämlich mit rechter Hand. 6. Ihr könnt auch hier erstmal Länge im Rumpf bekommen. Perfekt. Gleich geschafft. Auch hier noch 4-mal mehr. 3 noch. 2. 1. Und kurz gelockert. Gut, ich brauche hier eine leichte Schrittstellung. Rechter Fuß kommt nach vorne und linker leicht zurück. Das Gewicht geht jetzt mehr auf das rechte Bein, okay? Hier schieben wir mal nur das linke Knie hoch. Langsam zurück, okay? Knie hoch. Und ein bisschen schneller. Up and down. Gewicht bleibt hier schön auf rechts. Spann mal hier so leicht den Bauch an. Nimm den Oberkörper mal leicht mit. Leichter Crunch im Stehen, okay? Rund und lang. Rund und lang. Gut, weil die Arme nicht wissen, was sie machen sollen, nehme ich meinen rechten Arm lang zur Decke und schiebe mal den Ellbogen zum Knie runter. Tief an. Und hier mal schön ausatmen. Bauchspannung. Roll dich ein. Bauch fest. Komm. Ran. 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 Sehr schön. Auch hier noch. 4 mehr. Dreimal noch. Zweimal. Ihr seid. Werde mal ein bisschen schneller. Komm. Zick. 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 Sehr gut. Komm. Ran. Bleib dabei. 5, 8, 7, 6. 5-mal mehr. 4, 3, 2. Und linker Fuß bleibt hinten stehen. Stopp. Bauch ist fest. Arme kommen lang. Geh mal mit dem Oberkörper tief. Und langsam wieder hoch. Okay? Tief. Und hoch. Oberkörper bleibt so gerade wie möglich. So tief wie möglich. Komm. Tief. Tipp ab und langsam auf. Achte mal hier auf das Becken. Po anspannen. Hüfte schiebt mit vor. Po anspannen. Hüfte vor. Feste Ruck. Wenn das gut klappt, hebt man das hintere Bein ab. Jetzt. Spannung hoch. Tief. Und raus. Jawohl. Du entscheidest, wie tief wir gehen können, okay? Wenn es nicht so klappt, reicht mir so ein kleiner. Aber wenn es gut klappt, schiebt man die Arme lang mit. Langer Weg. Vor. Und rück. Spannung hoch. Komm. Belastung Ferse. Standbein vorne leicht breit. Bisschen schneller. Komm. Up and down. Oberkörper mit. Komm. Denk daran, Alternative. Geht nach unten. Hier. Reicht mir. Wenn es zu wackelig ist, okay? Wenn es geht. Arme lang. Komm. 5, 8, 7, 6. 5 mehr. Komm, komm, komm. 4, 3, 2. Halte unten einmal an. Halte. Stopp. Auspendeln. Den linken Arm lassen wir locker. Und setzen hinten den Fuß einmal ab. Auch hier nochmal. Knie und Ellbogen zusammen. Und lang weg. Okay. Wir kombinieren. Das heißt, wir gehen ran, schau mal, langer Weg aus. Ran und raus. Stabilität, Kopf. Lass die Gelenke zusammenarbeiten und mach den Rumpf fest. Wenn es geht, bisschen schneller, Kopf. Ran und weg. Ran und weg. Letzte Sekunde. Bleib dabei. Für 4 mehr. 3-mal noch. 2, 1 und löse. Ich hoffe, euch ist schon ein bisschen warm geworden. Seite wechseln. Linken Fuß fest, rechten Fuß erstmal nur aufgestellt, okay? Oberkörper aufgerichtet. Erstmal nur die Gewichtsverlagerung mit Knie hoch. Hals. Rauf. Und rück. Ganz locker. Rauf. Und rück. Oberkörper mehr mit. Rund. Und rauf. Rumpf soll arbeiten. Beine sollen sich stabilisieren. Wenn sie geht, Arm, kommt hinzu. Lange. Komm. Ausatmen. Einatmen zurück. Jawohl. Perfekt. Okay, komm. Ein bisschen mehr Tempo. Let's go. Up and down. Up and down. Komm. Hup. Super. Komm. Oberkörper richtig rund machen. Rund
und Stolz. Wenn es geht, noch ein bisschen schneller. Auf geht's, komm! Yes! Bleib dabei, komm! 12 mehr! 11! 10! 9! 4! 8! 7! 6! 5 mal mehr! 4! 3! 2! Hinterer Fuß bleibt stehen! Stopp! Arm vor, Oberkörper stolz, Tipp unten, runter! Und rück. Ja, denk dran. Po ist fest. Und schieb das Becken mit nach vorne, okay? Po fest. Und vor. Du entscheidest, wie tief wir gehen können. Und wenn es nur Knie ist. Wenn es geht, ganz Weg ausgenutzt. Lang raus, lang rück. Komm. Po anspannen. Und rück. Klappt das gut? Habt ihr genug Platz? Dann hebt das hintere Bein ab. Auf geht's. Tief. Und rück. Tief. Arm, komm mit, runter, Arm, fühlst du dich wohl? Wenn ja, Arme lang nach vorne, komm raus, Arm, in die Standwaage, komm, Standbein, Stabilität, Bauch und Rücken müssen hier zusammenarbeiten. Denk daran, Grundvariante, entweder den Fuß ist aufgestellt oder der Oberkörper nur klein geht. Du entscheidest. Aber gib alles. Yes! Vor! Und rück. Ich merke schon, ihr wollt ein bisschen mehr, oder? Komm, erhöhe dein Tempo, let's go! Up and down. Oberkörper mitnehmen, komm tief. Nicht nur Arme mal heben. Nimm den Oberkörper aktiv mit. Po anspannen, Becken vor. Yes! Bleib dabei. 8 mal mehr. Komm, 8, 7, 6, 5 mal mehr. 4, 3, 2, Spannung halten. Rechten Arm locker. Rechten Fuß abgesetzt. Ellbogen zueinander. Und weg. Okay, schaffen wir wieder. Kennen wir von eben. Langer Weg. Wenn es klappt, kombiniere. Langer Weg. Komm, erst langsam. Ran. Und weg. Stabilität. Wie sagt man so schön? In der Ruhe liegt die Kraft. Einmal mehr. Ah, ich glaube, da geht noch was, oder? Bisschen schneller. 8 Stück, komm. 8, 7, 6, 5 mal mehr. 4, 3, 2, 1. Und gelockert. Oberkörper gerne mal ein bisschen ausrotiert. Leichte Wege rechts zu links. Gut. Noch eine Übung im Stehen. Danach geht es schon direkt auf der Matte. Heute wirklich komplett Fokus darauf. Ich brauche dich mal mit dem rechten Fuß nach vorne, mit dem linken Bein zurück, okay? Also schön außer Schritt, dass die Ferse abgeht. Schieb das Becken mal nach vorne, spann den Po fest an, mach den Oberkörper stolz. Vorne belassen Ferse, komm mit dem hinteren Knie mal ein bisschen tiefer, nur Spannung halten und pulsier mal kleine Bewegung. Tief, 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 tief. Du sagst jetzt, ja, was hat das jetzt mit dem Rumpf zu tun? Das ist doch eher Beine. Da hast du genau recht. Das heißt, ich baue jetzt die Arme mal nach vorne. Und immer wenn wir tief gehen, nimm mal den Oberkörper über das Bein raus. Sit. Po ist angespannt. Vorne noch die Blasen auf der Ferse. Ja. Gut, mal nur den Oberkörper. Knien an den Oberkörper. Zieh. 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 Komm. Super. Ah, ist das Knie noch tief? So, komm einfach tiefer, falls du dir unsicher bist, okay? Bleib dabei. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und lockern. Woo. Beine ausschütteln. Schön, dass wir jetzt zwei Seiten haben. Komm, linker Fuß vor, rechter Bein zurück, denk dran, Oberkörper aufrecht, Becken vorschieben, Po ist angespannt, Schultern stolz. Erstmal nur das Knie tief halten und federn. Schultern hinten stolz. Yes. Schöne fließende Bewegung. Tief, tief. Okay,
Du ahnst, was kommt. Arm kommt nach vorne. Rotier über das Oberbein. Rüber. Kleiner Weg, komm, hier mal den Fokus spüren. Beinspannung spüren. Okay, mehr Fokus Oberkörper. Knie an Oberkörper. Nur zieh, 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 zieh. Komm, hüp, hüp, hüp. Knie tiefer, komm. Ah, herrlich. Spür auch mal die Beine, wie sie brennen. Bleib dabei für 8, 7, ich hoffe, euch ist wärmer geworden. 4, 3, 2, 1 und lösen. Klasse, perfekt. Bevor wir auf die Matte gehen, mach dir deinen Platz schon mal bereit und schau einmal, okay? Den Platz auf der Matte, den musst du dir verdienen. Dafür brauche ich euch einen engen Stand. Füße knien nicht zusammen, Bein gestreckt, Oberkörper weiter. Das heißt, schau mal, wir gehen tief, wandern nach vorne, Liegestützposition, auch wenn wir hier schon sind, ein Liegestütz und wandern wieder zurück. Okay, komm mit, runter, vorne, tief, hoch und rück und hoch, in dem Tempo, unten, vorne, tief, hoch. Und rück, rauf, mehr, tief, wandern, tief, hoch und rück. Sehr schön, mehr davon, go! Wenn es hier nicht mehr geht, ab auf die Knie, aber hier wieder lang zurück. Okay, 4 mehr. Dreimal noch. Komm, das schaffst du. 2 mehr. Mehr nicht. Dann sind wir schon auf der Matte. Letzter. Sehr schön. Komm runter auf die Knie. Super. Okay, Matte ist vorne. Ich brauche dich erstmal. In Bauchlage, stütze mal deine Ellbogen auf, Ellbogen hin, unterhalb der Schulter, Beine erst nach hinten, angewinkelt. Hebt mal den Po nach oben ab, schiebt mal den Po bewusst nach vorne und stellt mir vor, wir hängen im Schlamm fest, die Knie sind fest, die Ellbogen ziehen wir zum Körper, ran, nur halten, Schultern hier weg von den Ohren, Spannung halten, wenn das gut klappt, Zehenspitzen. Nur halten, mehr nicht. Sehr schön. Für angenehm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abgesetzt. Arm immer lang. Blick bleibt zur Matte. Heb das rechte Bein, nehme ich den linken Arm. Heb ich das linke Bein. Nehme ich den rechten Arm mit, okay? Schöne Wechsel, auf geht's. Oben und tief, oben und tief. Go, up and down. Oben und tief. Go, up. Sehr schön. Gleich geschafft. Wenn es geht, bisschen schneller. Go, up, 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 up. Super, noch 12, 11, 10, 9, für 8, 7, 6, 5 mehr, 4, 3, 2, 1, einmal noch auf die Unterarme, Ellbogen unterhalb der Schulter, Grundvariante Knielinie, Back and Forth. Fuß fest, Steigerung, Zehenspitz. Kurze Runde versprochen. Sehr gut. Nur halten für 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 und abgesetzt. Sehr schön. Dreh dich mal auf die Seite, dass du mich sehen kannst. Auch hier holen wir uns mal den Ellbogen unterhalb der Schulter. Die Beine winkeln wir mal hinten an und heben wir hier die Hüfte abzudecken. Seitanschluss. Super. Und dann stellen wir uns mal vor, dass wir so einen Fußball haben. Den klemmen wir mit Ellbogen hier richtig ran am Körper. Okay? Diese Spannung brauche ich, dass der Rumpf hier richtig fest ist. Das ist meine Grundvariante. Wenn das gut klappt, kommen wir mit dem oberen Bein nach vorne. Mit dem unteren Bein einfach nur dahinter. Halten. Halten. Schau mal die Hüfte. 1, 2, 3, halten. 1, 2, 3, halten. Jawohl. 1, 2, 3, halten. Yes. 4 mehr davon. Komm. 1, 2, 3, halten. 3 noch. 1, 2, 3, halten. 2 mehr. 1, 2, 3, halten. Letzter. 1, 2, 3, abgesetzt. Leg dich mal entspannt auf die Seite. Beine als Verlängerung des Oberkörpers. Halt drüber den Kopf fest. Die Hand locker vorne, oben aufgestellt. Füße kleben jetzt aneinander und hebt man die Beine zur Decke raus. Und die Füße lösen sich nicht voneinander, okay? Spür mal hier die Spannung. Hüfte rum. Die Vorderhand ist nur dafür da, um zu stützen, dass wir nicht nach vorne rüber kippen, okay? Mehr. Oben und tief. Perfekt. Das bleibt meine Grundvariante, okay? Wenn das gut klappt, unten den Arm lang und nimm den Arm mit nach oben. Komm. Oben und tief. Jetzt. Spür mal hier die Spannung. Da möchte ich hin. Oben und tief. Wie bei der Seitarmstütz. Drei kleine Minis nach oben. Komm. 3, 2, 1 und tief. Kein Druck hier auf der Vorderhand. Yes, komm her. Super. Verdoppel bloß 1, 7, komm oben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, einmal mehr. Komm, 7, 6, 5, 4, 3, 2, verdoppel bloß 2 für 16. Go. 15, 14, 13. 12, 11, 10, 9, für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lösen, Bauchlage, Unterarmstütz, endlich wieder, Ellbogen unterhalb der Schulter, Beugen ab, Becken vor, Schultern weg von den Ohren, Ellbogen ziehen ran, wenn es gut klappt, Beine nach, für 60, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lösen. Andere Seite, ich drehe mich mal anders rum. Dann könnt ihr mich immer noch sehen. Ja? Gut, dafür Ellbogen unterhalb der Schulter. Beine erst angewinkelt. Und die Hüfte hebt ab. Auf geht's. Halte. Das bleibt meine Grundvariante. Auch hier können wir wunderbar die Hüfte einsetzen. Okay? Schulter weg von den Ohren. Denkt an den Fuß, weil ihr mir hier fest einknüpft. Wenn es gut klappt. Oberes Bein nach vorne. Unteres Bein dahinter. Stabilität. Hüfte setzt ein, 3 Puls. 3, 2, 1. Denk dran, alternativ hier auf den Knien. Ja? Gut. Auch hier viermal mehr. Komm. Höp, höp, höp. Nur noch 3. Höp, höp, höp. Nur noch 2. Letztes Mal. Runter mit euch, abgesetzt. Nehmen wir kurz das Mikrofon bei weiter. Leg dich auf die Seite. Okay, Grundvariante auch hier. Kopf festhalten. Beine in Verlängerung, Füße aneinander geklebt. Erstmal nur die Beine heben. Komm nach oben. Rauf. Und rück. Komm, rauf. Und rück. Mehr. Oben.
Wenn es klappt, nimm den Oberkörper mit. Komm. Rauf. Heb ab. Spannung hier spüren. Vorderhand ohne großen Druck. Okay, die ist nur zum Stützer, dass ich nicht nach vorne wegfalle. Mehr davon. Meine Lieblingsrunde. Dreier Puls nach oben. Komm. 3, 2, 1. Und tief. Oben. 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 Und tief. 2 mit. Letzter. Verdoppelt plus 1 für 7. Komm. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Einmal mehr. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Gib mir 16 oben. Komm. 6. 5. 4. 13. 12. 11. 10. 9. Für 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, abgesetzt. Ich brauche euch im Rückenlage. Super. Bauch schon ein bisschen gespürt. Zeige hier rum, was fehlt. Ist die gerade Seite, okay? Fersenfest aufgesetzt, Daumen an die Schläfe, Finger Hinterkopf, Crunch nach oben, 2 und 2. Komm, rauf. Und rück. Atme ab. Auswendig nach oben. Atme 1 zurück. Drück den unteren Rückenbereich bewusst in die Matte hinein. Bauch ist fest. Super, mehr davon. 4 Schritte. Rauf. Und rück. 3 mehr. Schau mit einem Auge mal zu mir. Crunch, rechtes Bein gegen den Rand. Im Wechsel. Crunch, linke Seite. Und komm, wir starten gemeinsam. Rechtes Bein. Und linkes Bein. Im Wechsel. Komm. Auch hier meine Grundvariante. Wenn das gut klappt, nimm mal beide Knie gleichzeitig. So, Körper an. Fersentipp ab. Und immer wenn du die Füße absetzt, drück den Rücken mehr an die Matte. Hier bleibt der Fokus auf dem Bauch, okay? Deine Variante, bisschen schneller, mach mal Tempo. Up and down. Oben und tief. Rückenkontrolle, Kopf. Fokus Bauch. Wenn du merkst, dass der Rücken immer abhebt, bleib in kleinen Wegen. Bleib hier oben, okay? Komm, bleib dabei. Für 8, 7, 6, 5 mal mehr. 4, 3, 2, 1. Oh, Bauch kurz ausgeklopft. Nimm mal die Arme seitlich neben den Körper, die Schulter fest. Ich brauche beide Beine 90 Grad hin. Die Knie ein Stückchen dichter zum Körper, dass der Rücken wieder Kontakt zum Matte hält. Und streck mal abwechselnd das Bein zum Boden. Rechts beginnt. Raus. Und Rücken hält Kontakt. Raus. Und Schultern fest. Komm. Perfekt. Ich würde sagen, erhöhe mal dein Tempo. Komm. Rechts. Mit. Links. Mit. Komm. Sehr schön. Auch hier gleich Runde 1 von 3 geschafft. Ich brauche 8 mehr davon. Komm. 8. 7. 6. 5 mal mehr. 4. 3. 2. Kurz abgesetzt. Bauchplunge. Landung. Und rück. Wir lassen den Bauch aktiv. Drücke den Rücken weiter in die Matte hinein. Von Atmung. Ausatmen nach oben. Einatmen zurück. Komm nochmal, abwechseln, das Knie mit dran. Rechts beginnt. Rechts. Und linke Seite. Schau mal, diagonal. Geht mein Knie zum Ellbogen oder mein Ellbogen zum Knie. Mehr, schneller. Up and down. Oben und tief. Komm. Das bleibt wieder mal meine Grundvariante. Ich habe das Gefühl, das reicht euch nicht. Wenn das gut klappt, hebt mal Beine ab und geht kleine Wege. Raus und rück. Knie leicht dran. Schau mal, ein Bein tippt immer am Boden ab. Okay? Tipp ab. Tipp ab. Und das Ganze hätte ich gerne im doppelten Tempo. Heißt, tipp, 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 tipp. Ah, lass ihn drinnen. Viermal mehr. Dreimal noch.
Körper. Sehr schön. Schultern in die Matte. Beine 90 Grad. Abwechselnd nach außen strecken. Kopf raus. Mit Schultern fest. Rücken hält die Position. Beine ein bisschen schneller. Kopf rechts. Mit links. Mitte. Das ist die Runde 2 von 3. Das heißt, eine Runde haben wir gleich noch, okay? Gib nochmal alles. Ich brauche hier 8 mehr davon. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Beine aufgestellt, Crunch, 2, 2, hoch. Yes. Und jetzt solltest du spüren, wie der Bauch aktiv ist. Und solange du merkst, oh, kurz vorm Krampf. Haben wir das? Sehr schön. Abwechseln, das Knie geht mit ran. Oben, erstmal gerade Wege. Okay, lass dir Zeit. Rücken drückt sich in die Matte. Mehr davon. Ausatmen nach oben. Einatmen zurück. Gehen diagonal, Ellbogen zum Knie ran. Und rück. Okay? Hier, Schulter lösen. Nicht nur alles aus der Beinübung machen, sondern hier auf den Oberkörper, okay? Yes! Werde nochmal schneller. Komm! Ab! Ab! Gut! Super, bleib dabei. Viermal mehr. Dreimal noch. Zwei. Beide Knie, doppelter Crunch. Komm ran, hoch. An. Und weg. Jetzt gehen wir nochmal alles. Knapp 2 Minuten noch zu gehen. Verdiene die Entspannung. Yes. Bisschen schneller. Up and down. Rücken bleibt fest. Cup. Yes. 4-mal mehr. 3-mal noch. 2, halte oben. Diagonal mit Tippen. Cup. Tap. 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 Wenn das nicht mehr geht, bleib bei den einzelnen Zügen ein bisschen langsamer, okay? Wenn es noch geht, mit Tap, Tap, Tap. Komm, mehr für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Arme neben den Körper, Beine 90 Grad, hoch damit. Knie dichter, Schultern fest. Rechtes Bein, linkes Bein. Wenn du merkst, die Beine werden zu schwer, lass immer ein Bein am Boden. Das für unseren Endspurt. Aber versuch durchzuziehen. Komm, raus. Raus. Gut. Gleich geschafft. 12-mal mehr. 11-mal noch. 10. 9. Und die letzte. 8. 7. 6, 5 mal mehr, 4, 3, 2, 1 und abgesetzt. Klasse, das war unser Core Workout. Ich würde sagen, nochmal eine schöne Entspannung. Nimm mal die Arme ganz locker neben den Körper. Lass die Schulter mal tief in die Matte sinken. Normalisiere deine Atmung. Durch Nase tief, ein und aus. Ein und aus. Lass die Schultern mit der Tiefe in der Matte sinken. Beine ein bisschen ausgelockert, ausgeschüttelt. Auch die haben gut mitgearbeitet. Stell die Beine angewinkelt auf. Fersen mal ein bisschen dichter an den Po heran. Und heb mal den rechten Fuß von der Matte ab. Greife mit beiden Händen an deine Kniekehle. Zieh den Oberschenkel ran. Schultern entspannt lassen. Auch hier einmal schöne Rücken lang zu machen, Gesäßmuskulatur aufzudehnen. Einmal durchhalten. Super. Okay, rechte Hand geht mal nach außen, linke Hand zieht mal das Bein nach außen rüber. Dehnung seitlich herum. Versuch hier die Schulter fest am Boden zu halten. Sehr schön. Noch 4, 3, 2, 1. Kommt zur Mitte zurück und streckt das rechte Bein mal lang zur Decke. Griff geht mal an deine Oberschenkelrückseite, hol das Bein dichter ran, hol die Zehenspitzen ran, Schultern bleiben fest liegen. Perfekt.
Atem normalisieren. Spannung lösen, Bein auslockern. Durchatmen, Beinseite wechseln. Linker Fuß hin ab, Griff geht den Markt, beiden Händen an deine Knie, die Schultern ran, Knie rangezogen. Atem normalisieren. Sehr schön. Linke Hand löst sich, geht nach außen, rechte Hand greifen aus das Knie, schieb es herüber und lass deine Schulter am Boden liegen. Viermal mehr. Drei, zwei, eins. Komm zur Mitte zurück. Strecke das linke Bein lang zur Decke. Griff geht an deine Oberschenkelrückseite. Schultern bleiben liegen. Zehenspitzen ran. Und versuch das Bein nochmal dichter heranzuziehen. Und wenn wir gleich die Spannung einmal lösen, nutz mal den Schwung, dich nach oben in die Sitzposition aufzurichten. Komm mal in den Vierfüßlerstand herüber. Arme kommen unterhalb der Schulter, Zehenspitzen mal fest aufgestellt, schieb den Po tief zum Fersen und wandere mit dem Arm lang nach vorne. Legen jetzt die Zehenspitzen ab und schieb dich ganz weit heraus. Super. Leg mal die Ellbogen ab und tauch mal mit dem Oberkörper durch die Hände durch und schieb dich mal nach oben, den und Bauchmuskeln. Perfekt. Hoch kommt man nach oben, wandern mit den Händen dichter zu den Beinen heran. Oberkörper richtet sich mal auf, Schultern stolz gehalten. Nimm mal das rechte Bein nach vorne. Schieb mal die Hüfte hier ganz weit nach. Ellbogen abgesetzt und zieh mal die linke Hand rüber zur rechten Seite. Dehnung hier seitlich herum. Spannung lösen, Beinseite wechseln. Linker Fuß vor, Hüfte schiebt schön nach. Ellbogen aufgesetzt und schieb die auch hier rüber. Super. Löse die Spannung, drück dich nach außen, Oberschenkel nach oben heraus. Locker die Beine aus, locker die Arme aus, komm im Hüftbreitstand zurück. Kreis über die Schultern, schön über die Wege. Ellbogen mehr mit. Wir enden, wie wir angefangen sind, mit den Armen lange zur Decke. Atme tief ein und aus. Drei mehr. Tief ein und aus. Noch zweimal. Letztes Mal. Und locker und lösen. Sehr schön. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ein bisschen Muskelkater gibt's. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Macht's gut. Bis dann.